So, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Cobra von Games4GamerTV und heute ist der 10. Februar und das heißt Release-Datum für das Game Evolve von 2K. Und ich habe das Ganze gestern schon mal sozusagen angezockt mit den Jungs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr meine erste Meinung dazu hören wollt, ich war ja kurz davor, das Spiel sozusagen so nicht so in Betracht zu ziehen. Ich hatte die Beta gespielt in den beiden Phasen, die verfügbar waren auf der PlayStation 4 und auf dem PC. Und muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich jetzt doch dazu entschieden habe, mir das Game zuzulegen. Und es war definitiv kein Fehler von mir, da das Spiel einfach... wie soll man sagen, ich finde es überragend, ich finde es super, und wie viele jetzt vielleicht vermutet haben oder vielleicht auch schon gelesen haben, dass es vielleicht an der Langzeitmotivation scheitern wird. Wir haben das gestern ausgiebig gestern Nacht noch gezockt und haben die Klassen durchprobiert, haben die Charaktere ein bisschen hochgelevelt, jeder hat mal so einen anderen Charakter genommen, natürlich hat man natürlich erst irgendwo seinen Charakter genommen, den man natürlich auch schon auf eine gewisse Stufe gebracht hat. Das, was ihr jetzt im Hintergrund seht, meine lieben Freunde, das ist sozusagen mit einer der ersten Runden, die wir gemacht haben. Und natürlich auch, wo wir den ersten Goliath erlegen wollen. Ist natürlich nicht so leicht. Also ihr müsst definitiv auf Teamplay setzen. Wenn man hier nicht im Team spielt, dann sage ich euch gleich, dann hat man auf jeden Fall verloren, weil jede Klasse hat natürlich seine speziellen Eigenschaften, ob man jetzt den Medic hat, ob man die Supporter-Klassen wählt oder. Das heißt, ihr müsst auf jeden Fall im Team spielen. Ohne das Ganze drumherum geht's natürlich nicht. Ihr müsst im Team spielen. Und ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Es ist Langzeitmotivation, würde ich sagen, hat es auf jeden Fall. Da man natürlich die Klassen dementsprechend hochleveln kann und das natürlich auch nicht so schnell geht. Macht auf jeden Fall richtig Laune und eigentlich wollte ich jetzt hier nur mal kurz, gar nicht viel dazu sagen, sondern wollte euch eigentlich mal mit dem Video alleine lassen und euch mal so dran teil daran lassen, wie wir hier die erste Runde bestritten haben. Macht auf jeden Fall riesen Bock das Game, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Wie gesagt, 10. Februar, heute ist Release. Geht in den Laden, holt euch das Game, macht auf jeden Fall riesen Spaß. Als Monster, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich hier noch nicht gezockt, aber werde ich definitiv noch mal tun. Das Ganze funktioniert natürlich in der Party nicht, da muss man eine der anderen Klassen nehmen. Ich weiß noch nicht, wie das ist, wenn man wirklich fünf Leute da in der Party hat, dann wird wahrscheinlich irgendwer das Monster nehmen müssen. Macht auf jeden Fall Spaß. Meine lieben Freunde, ihr werdet definitiv noch mehr davon sehen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Gameplay, wenn wir uns hier den ersten Goliath jagen. Ja, meine lieben Freunde, viel Spaß dabei. Bis denn dann. Tschüssi. So, Jungs. Auf geht's. Fing ich den Spacken. Da unten läuft er schon. Ich hab ihn gesehen. Da unten ist er. Ich hab ihn gesehen. Unten links. Da, wo das brennende Auto links ist. Ja, okay, da hab ich ihn schon gesehen. Ich versuche ihn gleich zu markieren. Links. Der ist links lang gelaufen. Folgt mir. Okay, Kobo hinterher. Kobo, ich hab ihn hier gesehen. Da am Auto, am brennenden Wrack, ist er links rumgelaufen. Wo läuft denn Daisy lang? Daisy läuft in die andere Richtung. Nein, komm mit. Der Hund läuft aber da. Daisy läuft uns hinterher. Der ist hier lang gelaufen. Ja. Er kommt, er ist hier! Ach du Scheiße! Er ist hier! Ja, er geht auf mich! Er geht auf mich, der Hure! Ich hab die Wand gemacht! Ich geb dir Schild! Boah, was? Ich geb dir Schild! Ich hab ihn markiert, ja! Geht auf seine Schwachpunkte! Ach, ja, du ja! Scheiße. Boah, es geht auf mich! Okay. Hau, Luftschlag, alles raus. Shift, warte. Daniel, komm. Ja, alles gut. Immer schön die Punkte machen. Mosch. Support ihn. Ich halte dich, Mosch. Scheiße, Luftschlag trifft ihn direkt. Mach rauf auf ihn. Ich lieg! Boah, du bist. Warte, ich werd geheilt. Ich mach euch unsichtbar, warte. Fick ihn. Mach Melee, komm. Opa, ich heil dich, Mosch, keine Sorge. Arena ist deaktiviert. Fick ihn, hinterher. Warte, ich versuch ihn zu markieren. Ich hab ihn. Ja, ja. Hinterher. Arena. Ja, hab ich nicht mehr. Dauert. Fuck. Er hat Cooldown.
Wo ist der? Wo ist der Chase? Oh fuck. Ah fuck. Ich bin down. Boah, oh, was? So viel, Alter. Warte, warte. Ich halte dich, halte dich, halte dich, halte dich, halte dich. Ja, ja, Daisy belebt mich und wieder. Und Daisy, Daisy halte ich auch noch. Ja, ja, das ist gut. Wir ficken ihn, wir ficken ihn. Heil mich, heil mich, heil mich, heil mich. Ich heil dich, Kobo. Wo ist er? Wo ist er hin? Da läuft er. Der ist weg. Hinter, hinter, hinter. Nee, er ist hier. Ja, auch Daisy. Jawohl. Der ist dumm, jawohl. Ist tot gewesen? Er ist gar nicht umgefallen. Trophäe. Der ist umgefallen. Trophäe, Veganer-Polizei. Jawohl, Digga. Ja, okay, er ist dumm. Er hat die ganze angegriffen. Er hat die ganze angegriffen. Er ist dumm. Boah, Trophäen, Trophäen, Trophäen. War auch hier viel Trophäen. Alter, wie viel Trophäen man kriegt, ey. Ja, ich auch, Wahnsinn. Ich hab auch. Stufe 3 bin ich bei Medic. Ah, das war eine schnelle Jagd.